Hi ho, willkommen zurück hier bei The Legend of Dragoon für die PlayStation 1. Beim letzten Mal haben wir Kamui besiegt und Shana hat ihn dann geheilt. Den netten Wolf, somit ist alles wieder beim Alten. Und wir können den Wald jetzt ja auch gleich verlassen. Aber zuerst hier noch ein kleiner Zufallskampf. Und da ist auch so ein Baum, den ich beim letzten Mal erwähnt hatte. Der hier, der Moosmann, gibt uns halt eine Geistreinigung, wenn wir ihn besiegen. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Ich glaube, ich lasse Shana mal verwandeln und heile mal alle hoch gleich. Ich glaube, das wäre vernünftig und ich muss an sich durchtauschen, ne? Meine Rose ist jetzt ja schon eine Stufe aufgestiegen wieder. Wir machen ein Himmelstor. Ne, weil Rose ist jetzt ja schon Stufe 22 geworden, glaube ich. Beim letzten Mal, das heißt, ich muss jetzt hier gleich... Boah, dieses Geräusch, ne? Voll das helle Piepen. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich mal die Gruppe wieder ein bisschen austauschen. Nur wollte ich euch mit Rose ja noch einen tollen Skill zeigen. Dazu müsste ich aber mal die Gruppe heilen können. Und damit meine ich auch die Mana-Punkte. So. Shana verwandelt sich gleich zurück, genau, aber somit sind wir wenigstens jetzt wieder außerhalb des Gefahrenbereichs, würde ich sagen, umwerbend, okay. Da hat es dann schon wieder mal verliebt. Das ist nicht so gut, dann greift er jetzt Rose wieder an. Und das Spiel zögert sich dann noch ein bisschen hinaus, ne? Weil... die Animationen ein bisschen langsam sind, der gleich zweimal darf, bedrohlich, okay. Hat bei Shana aber nicht funktioniert. Schon wieder? Okay. Cool, bei Rose hat sich jetzt irgendwie nichts geändert. Sie ist jetzt genauso geschwächt wie vorher. Ungünstig. Sehr ungünstig. Ich hoffe, dass es jetzt mal nachlässt. Jetzt müsste der ja... jetzt müsste Dart ja wieder normal sein, ne? Sehr gut. Und dann kann Dart auch angreifen. So, perfekt. Jetzt müssen wir das hier noch kaputt kriegen. Und dann möchte ich einfach nur in der nächsten Stadt die Gruppe heilen oder so. Dann kann sich Rose Fähigkeit mal zeigen, was sie jetzt da gelernt hat. So, gut, dann sind die größten Gefahren jetzt besiegt. Das heißt, der Moosmann hier wird jetzt nicht mehr so schwer. La 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 la. Ta, so. Schaffen wir. Und die langsamste Animation in diesem Spiel hat der Moosmann. Oh Gott. Ich bin wieder so geschwächt. Das ist ein bisschen ungünstig. So. Jetzt dürfen wir, wenn wir Glück haben, eine Geistreinigung kriegen. Brauchen wir theoretisch aber nicht. Okay, haben wir auch nicht bekommen. Sehr gut. So, wo kommen wir hier raus? Man merkt, ich erinnere mich nicht so gut mehr an das Spiel. Alles klar, Rose? Na, was gibt's? Bitte, geht schon mal weiter. Mir ist eingefallen, dass ich noch etwas Wichtiges zu tun habe. Okay. Hey, warte! Ich hole euch bald wieder ein. Sucht weiter nach Lloyd. Ja, und da vorne wäre auch unser letztes Item. Welches wir brauchen.
Sie ist geheimnisvoll, wie immer. Oh, das stimmt. Meru? Mir fällt gerade ein, dass ich etwas Wichtiges zu erledigen habe. Willst du uns auch nicht sagen, was es ist, Meru? Ich will nur meine Eltern besuchen, das ist alles. Das ist alles? Das hättest du doch gleich sagen können. Ich werde dich vermissen, Meru. Ich komme bald wieder. Tschüss. Und da rennt sie weg. Hui. Und flop. Voll ins schwarze Bild gelaufen. Typisch Meru. Kommt, wir müssen weiter. Okay, jetzt haben sie unsere Gruppe neu zusammengewürfelt. Perfekt angeordnet, weil die beiden sind schon 22, Hasche ist 21 und Shana auch. Dann behalten wir die Gruppe erstmal so bei. Ich denke mal, da drüben kommen wir noch hin. Aber das Item, was da liegt, ist sowieso nur eine Körperreinigung. Na gut, wir gehen aber dann mal hier rein und das ist der Kristallpalast von Deningrad. Mal sehen, was uns hier so erwartet, ne? Hallo. Musst du mal auf Toilette oder was mit ihm los? Es ist so kalt, ich bin aus dem Büro und bekomme dieses Klima nicht so ganz. Ah, es ist so kalt. Okay. Interessant. Wir sind keine Krieger, es ist uns zu gefährlich, durch den Immergrünwald zu gehen. Der Seedrache in der Bucht von Elisa ist fort, aber wir können immer noch nicht durch den Immergrünwald gehen. Doch, könnt ihr doch. Jetzt schon. In letzter Zeit ist der Immergrünwald voller Monster, die Tiere im Wald sind zu Bestien geworden. Ich würde so gerne nach Fueno gehen und in heißen Quellen baden. Probier's doch einfach mal, wie wär's? So, und du, was sagst du? Unser religiöses Zentrum, die Nationalkirche von Millisesu, liegt am Ende dieser Treppe. Okay. Was ist mit dir da oben? Hallo? Ich bin jedes Mal gerührt von Bischof Stilles Predigten. Wollt ihr sie euch nicht auch anhören? Ich bin jedes Mal gerührt von Bischofs Predigten. Okay. Geh ich mal da rein. Hör mir mal eine dieser Predigten an. Man erzählt sich, dass der göttliche Baum, der in unserem Herzen wächst, und die letzte Frucht durch Siegel, die die alten Winglies erschufen, vor allem Bösen geschützt wurden. Ah, okay. Die Legende sagt, wenn das Siegel gebrochen wird, naht das Ende der Welt. Wie die letzte Frucht sind auch wir Menschen eine Frucht, die aus dem göttlichen Baum hervorgegangen ist. Und das Ende der Welt zu einer bloßen Legende zu machen, müssen wir das Böse aus unseren Herzen verbannen und in der Wahrheit leben. Das ist unser Auftrag als Kinder des göttlichen Baumes. Das ist ja schon ein bisschen interessant. Dann gehen sie alle weg. Und da kommen wir. So, sind zwar nicht vollzählig, aber auch egal. Ein göttlicher Baum, davon habe ich noch nie gehört. Wir wissen immer noch nicht, was Lloyd vorhat. Wir wären dankbar für jede Information. Oh, ihr müsst Reisende sein. Willkommen in Deningrad. Ich bin Bischof Dille. Ich diene dem göttlichen Baum. Ich bin Dart und ich diene niemanden. Diese Zeichen zeigt das, wovon sie sprachen? Ja, genau. Den göttlichen Baum. Aber das ist nur eine künstlerische Darstellung. Den echten Baum kennt niemand. Aber wir glauben trotzdem an den göttlichen Baum. Er ist die Quelle eines Lebens in Harmonie. Möchtet ihr mehr über den göttlichen Baum erfahren?
So, können wir jetzt auf jeden Fall auf Ja drücken, dann kriegen wir eine kleine Story erzählt, die uns aber in einer kleinen Videosequenz so gesehen berichtet wird, deswegen, ja, und ich bin jetzt mal leise. Ja, bitte. Der Gottesbaum ist der Lebensbaum. Alles Leben kommt von diesem Baum. Im Anfang war die Welt von nichts erfüllt. Dann stieg der Schöpfer Sua vom Himmel herab. Seine Helfer schufen die Welt. Und zum Schluss säte Sua den Samen aus. Der Samen wuchs heran zu einem großen Baum. Der große Baum trug 108 Früchte. Und aus diesen entstanden verschiedene Lebensformen. So entstanden 108 Arten, die die Welt mit Leben erfüllten. Licht des Gottesbaums war getan. Doch der Sage nach wird er noch immer vom Siegel des Soa beschützt. Es ist so, die Welt wurde von Soa mit einem vorgesehenen Schicksal erschaffen. Den himmlischen Baum, den Soa säte, nennen wir den göttlichen Baum. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr auch in die Nationalbibliothek gehen. Die Nationalbibliothek von Millis de Sue? Ich darf in die Schatzkammer des Wissens eintreten. Ob ich wohl dieses unglaubliche Glück aushalten und dabei ruhig bleiben kann? Nein, ich kann nicht. Der Schatz des Wissens strahlt und ruft mich. Albert? Alles in Ordnung? Kommt schon! Okay. Vielen Dank, Bischof. Wir nehmen dann mal Albert mit und, naja, werden mal die Nationalbibliothek dann gleich nachschauen. So, wer sind Sie denn? Wer seid ihr denn? Ist euch klar, dass ihr mit Jute, dem Bibliothekar, redet? Nein, Entschuldigung. Und was wollt ihr? Oder habt ihr in meiner Zeremonie, oder habt ihr meine Zeremonie grundlos gestört? Ich mag verbohrte alte Knacker nicht, denn ich will mal ein liebenswerter alter Knacker sein. Hast du was gesagt? Moment bitte. Bischof Tille sagte uns, dass hier eine wundervolle Bibliothek sei. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach in die Bibliothek hineingehen. Oh, wartet, ich habe ja abgeschlossen, als ich hinausging. Würden Sie uns dann bitte öffnen? Ich würde alles tun für die Gelegenheit, einmal von solchen Schätzen der Wissenschaft kosten zu dürfen. Schon gut, hör auf mich so anzusehen. Ich weiß das zu schätzen. Ich lasse euch jetzt hinein. Folgt mir. Seid ihr nicht hinter mir? Ich bewege mich doch ziemlich schnell, ne? Was für ein grummeliger alter Knacker. Sag doch sowas nicht. Wir sollten versuchen, so viel wie möglich herauszufinden, bevor Lloyd auftaucht. Stimmt, in Sergio hat er einen Drachen und einen Dragoon benutzt.
und in Tiberoa hat er sich die Hilfe eines Wingly gesichert. Wir können nicht wissen, was er hier vorhat. Und das ist leider korrekt. Wir wissen wirklich nicht, was Lloyd plant und sollten wirklich alles tun, um ja, dem Ganzen zu entkommen. So, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Hallo. Natürlich ist hier nur eine Klinik. Eine Behandlung bitte. Oh. Danke, jetzt müsste... kurz gucken. Ja, Kongo dürfte jetzt keine Dingens mehr haben. Befreit von der Angst, aber ich glaube, wir haben ihn sowieso so oder so schon von der Angst befreit, ne, indem wir verwandelt, die Leute verwandelt haben. So, ich gehe nochmal ganz kurz in die Häuser hier rein, bevor wir weiter erkunden. La, 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 la. Ich habe erst kürzlich geheiratet. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Das freut mich. Ich bin so glücklich. Bischof Dille hat uns vermählt und gesegnet. Ich bin so glücklich. Ich hoffe, wir bleiben für immer glücklich. Das hoffe ich auch. Gut in Schuss. Perfekt. Das Feuer ist ein wenig zu warm. Ob sie in Tiberoa aufgewachsen sind? Scheint so, ne? So, ist hier ein Gegenstands- oder Waffenladen? Das ist immer die Frage. Wenn es nämlich ein Waffenladen ist, dann haben wir ein kleines... Oh, sind beides, ne? Wie ich sehe. Ja. Dann haben wir nämlich ein kleines Problem. Wir sind nicht vollzählig. Das heißt, wir können nicht wirklich alles so gesehen, also unsere ganze Gruppe ausstatten. Das geht dann nicht. Magischer Siegelstein, das behalte ich lieber mal. Ein Steinerer, ich weiß nicht, ob ich den aufheben soll. Na gut, lassen wir es erstmal so. Guck mal, was bietest du denn an? Ein Tomahawk für 300, okay. Ja, nehme ich gerne. Oh, ein Speer. Nimmt der Albert auch gerne. Diamantenklauen. Nimmt der Haschel auch gerne. Der Brustpanzer lässt die magische Def senken. Ah, die Meisterweste. Kann er gut gebrauchen. Oh, Seelenstirnband. Der Haschel wird hier echt gerade verwöhnt, ne? So, was haben wir hier? Beim magischen Angriff steigen SP, bei der Juwelenkrone, okay. Erhöht Ausweichrate vom magischen Angriff um 5 Punkte, okay. Klingt beides nicht schlecht, ne? Ich gebe mal beides. An Shana, weil sie verliert dadurch keine Werte, aber hat dann vielleicht ein bisschen Schutz. Genau, und diese Legendenrüstung, die wir jetzt hier haben, reduziert Schäden durch physischen Angriff erheblich. Das könnten wir später gebrauchen. Ich werde mir das mal ganz kurz notieren. Das ist Deningrad, ne? Deningrad. Waffengeschäft. Legenden. RG-Punkte, auch 10.000, ne? So, habe ich mal ganz kurz notiert. Denn die können wir später gebrauchen. Um halt Charaktere wie Shana oder auch dann später Meru ausstatten zu können. Damit die mehr aushalten, also beziehungsweise nicht durch physische Angriff so schnell am Boden sind, ne? Also nenne ich das jetzt einfach mal. So, den Speer behalten wir, das Schurkenschwert auch. Die Wirbelgleve mit Windangriff, halt komm, die verkaufe ich jetzt mal. Dunkelangriff weg damit. Dauert jetzt immer ein bisschen, es tut mir leid. Hitzeklinge auch weg damit. Mittlerweile haben wir viel, viel bessere Sachen. Jetzt
habe ich das Schurkenschwert verkauft. Das wollte ich gar nicht. Das war nicht so intelligent. Streitkolben, was ist von... von Meru, ne? Die Axt hebe ich mir auf. Die Glewe kann weg. Kann so unten scrollen. Die Tierzähne können weg. Ui, dauert jetzt mal kurz ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen verkaufen hier so Kämpferkleid. Kann dann auch weg. Kann man nicht irgendwie schneller nach unten? Nee. Der normale Helm kann dann weg. So, die Juwelenkrone. Hatte bei magischer Angriff nicht ein SP. Okay, habe ich dann zweimal gekauft aus Versehen. Upsi. Na egal. Sie hatte die vorher schon gehabt. So. Dann nochmal in dieses Haus hier rein. Wirklich mit allen Leuten hier reden. Hallo. Magst du auch Bücher? Dann geh zur Nationalbibliothek. Dort findet man alles. Geh zur Nationalbibliothek. Dort gibt es Bücher aus aller Welt. Okay, ich glaube, ich soll in die Nationalbibliothek. Ich weiß zwar nicht, warum. Woher mich dieser Gedanke packt. Aber okay, machen wir das mal. Das Bild ist schon wieder schwarz. Aber man hört Musik. Das ist doch ein bisschen doof. Jetzt, wo ich die Leute ausgerüstet habe. Sehr ungünstig. Irgendwie spinnt es in letzter Zeit ziemlich oft rum. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Allerdings haben wir Musik, ne? Ach man. Jetzt darf ich alles wieder von vorne spielen, so gesehen. Sind zwar jetzt nur 20 Minuten. Aber ich darf jetzt ja wieder aus dem Wald laufen. Bis hierhin. Die ganzen Sachen nochmal neu kaufen. Da habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust, deswegen hoffe ich mal, dass sich das hier gleich fängt, aber sieht halt nicht danach aus, ne? Na gut, dann wieder hier ein kleiner Schnitt. Wir sehen uns, wenn ich hier wieder an Ort und Stelle bin, ne? Bis gleich. So, da bin ich auch wieder zurück. Ich habe, mal alles versucht, wieder so wiederherzustellen, wie es vorher war. Mit ein paar Unterschieden. Ich habe zum Beispiel bei dem Waffenladen hier, bei dem ich Sachen ja von gekauft habe und so, habe ich jetzt nicht das Doppelte gekauft, also nicht Shana nochmal den Helm gekauft, sondern gleich nur die Stiefel geholt, habe auch die anderen Waffen nicht verkauft. Nur die, die wir sofort umgetauscht haben. Das heißt also, die Waffe von Haschel habe ich nur verkauft, nachdem ich die neue gekauft habe. Die von Albert und die von Kongol. Genauso wie Haschels Stirnreif und Meisterweste und alles, was er da hatte, das habe ich verkauft. Aber die das Schurkenschwert und so, was ich davor verkauft habe, nicht. Das haben wir noch alles. Und der Zufallskampf gegen diesen Baum, den wir vorhin hatten, den habe ich auch nicht gemacht. Da bin ich gleich geflohen. So, weil ich jetzt hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wenn wir jetzt hier den Bildschirm wechseln. Ich habe auch mit den Leuten nicht allen gesprochen. Weil ich das so schnell wie möglich hier wieder erfüllen wollte, dass wir wieder in dieser Position hier sind. Mal sehen, ob es jetzt endlich weitergeht. Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter. Dam, dam, da, dam, da, da, dam, dam, dam. Da, da, dam, dam, dam. La, la. La, 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 la. La, la, la. La. La, 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 la. La 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 la. Geht anscheinend nicht weiter. Cool. Gamebreaker. Naja, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich das nochmal gefixt. Gleich wieder da. Ich habe noch einen Plan B. So, hier sind wir jetzt bei Plan B.
Plan B ist, ich rede mit gar keinem und versuche jetzt gleich einfach das Bild zu wechseln. Vielleicht liegt es ja auch daran, vielleicht darf man vorher mit dem Typen da oben überall nicht reden, sondern muss erst die Umgebung hier abchecken. Wer weiß, ne? Aber anscheinend ist auch das nicht die Lösung. Das ist ziemlich seltsam. Das ist mir noch nie passiert, dass es hier nicht weiterging. Na gut, ich probiere noch mal etwas anderes aus, gleich wieder da. Vielleicht geht es ja dann. So. Ich habe jetzt mal das Spiel geschlossen, neu gestartet, beziehungsweise habe es mal abgespeichert über die normale Speicherfunktion. Halt bin hier rausgegangen auf die World Map, habe abgespeichert und bin hier wieder rein. Mal sehen, ob es vielleicht daran lag, dass wir vielleicht bestimmte Sequenzen halt getriggert haben. Ja, okay, jetzt geht's. Wie gesagt, ich habe einfach nur auf der Memory-Karte halt abgespeichert, ne? Das ganze Ding hier nochmal geschlossen halt, nochmal neu gestartet, so gesehen. Und jetzt geht's. Gut, können wir weitermachen. Ich habe auch extra da abgespeichert, dass ich Hallo Typ, kannst du mal bitte gehen, danke. Das Land wird von Frauen regiert, Königin Theresa und die vier heiligen Schwestern, alles Frauen. Die vier heiligen Schwestern verkörpern die Macht von Königin Theresa. Sie repräsentieren die Königin. Okay. Ne, auf jeden Fall habe ich einfach ganz normal abgespeichert, kann ich auch gleich nochmal zeigen. Wir bleiben mal eine Nacht, ich will einfach mal alle heilen. Sehr gut. Okay. Da ist kein Speicherkreis. Okay. Dann nicht. Dann wieder raus. Ah, da vorne ist der, genau. Nehmen wir den mal mit gleich. Und so, jetzt aber. So, und jetzt seht ihr gleich hier beim Slot 2. Da. Da habe ich vorne abgespeichert hier. Mach jetzt mal, überschreibe ich mal. Zack. So. Und habe einfach das ganze Ding geschlossen. Ich muss mir echt angewöhnen, regelmäßiger zu speichern. So, die Burg ist so schön wie ein Kristall, nicht wahr? Man sagt, die wurde von einer ausgestorbenen Art bewohnt. Das habe ich in der Schule gelernt, okay. Was? Der Kristallpalast wurde nicht von Menschen erbaut. Okay. Das ist die Nationalbibliothek von Melissus Hu. Sie ist voll von schwierigen Büchern. Langweilig. Das ist die weltberühmte Nationalbibliothek von Melissus Hu. Okay, dann gehen wir da mal rein. Die ist ja jetzt offen. Ich habe nämlich den Speicher geladen, bei dem ich mit allen nochmal geredet habe. Damit wir nicht so viel Zeit verschwenden müssen, ne? Das ist unglaublich. Dies ist die Wissensquelle von Endines. Ich meine, sucht euch ruhig, was ihr braucht. Die ganze Wand steht voll mit Büchern. Oh ja. Vielleicht können wir etwas über Virage und den Mond, der niemals untergeht, herausfinden. Macht es Ihnen nichts aus, die ganze Zeit diese Dinge anstarren zu müssen? Es hat mich weise gemacht. Kongol schwindelig sein. Gigantus von Büchern besiegt. Hier ist was über Drachen und Dragoons kommen auch drin vor. Wir halten fest, dass der serdische Krieg von Dragoon Spirit, vom Dragoon Spirit begonnen wurde, den Leut gebracht hat. Wir teilen uns zum Suchen auf. Kommt, das machen wir einfach. Ich glaube, ich muss zum ersten Mal seit sehr langer Zeit meinen Verstand benutzen.
Kann Kongolesen Menschenwörter? Wenn Rose hier wäre, könnte sie uns eine Menge erzählen. Sie kommen schon wieder, wenn sie ihre Anliegen erledigt haben. Wir müssen eben tun, was wir können. Ja, machen wir das mal. So. Und ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter in der Bibliothek. Ich hoffe mal, es kommt jetzt nicht mehr zu solchen Aussetzern. Ja, um das nochmal klarzustellen hier, ne? Ich habe das war jetzt wieder den Speicherstand hier rekonstruiert und so bekommen. Nur, das mit den ganzen Items, dass ich jetzt das, was ihr gesehen habt, was ich verkauft habe und so, das ist nicht dieser Spielstand, ne? Auch mit der Zufallsgruppe, die wir am Anfang da besiegt haben, am Anfang der Folge, die habe ich auch nicht hier besiegt, da bin ich einfach davon geflohen, das ist jetzt dieser Speicherstand, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Das heißt, uns fehlt also, so gesehen die Erfahrung von diesem Kampf mit diesem Baum und diesen zwei Vögeln da und das Schurkenschwert und all das, was ich verkauft habe in dieser Aufnahme, was ihr gesehen habt, ist wieder da. Ne, der Rest, den habe ich versucht zu wiederherzustellen, wie es nur ging, so gut möglich, deswegen nicht wundern. So, aber dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tüdelü.